Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Ich war so frei und habe mich gleich mal schlafen gelegt. Es ist 6 Uhr in der Früh und ja, es gab zum Glück keine größeren Probleme, sodass wir jetzt dann gleich direkt loslegen können. Aber nachdem ich ja heute meine Beute wiederholen will und ja, möglichst ohne Gewicht losziehen will, müssen wir erst gleich mal wieder ein paar Dinge loswerden. Von daher verstauen wir gleich mal ein bisschen was. So, den Baseballschläger packen wir gleich noch auf den Rücken. Und ansonsten, eigentlich könnte ich die Pistole auch mal weglegen, oder? Die braucht man nicht unbedingt. Weg damit. Weil wenn ich wirklich mal schießen muss, dann glaube ich, ja, bin ich sowieso schon mehr oder weniger dem Ende nach. Von daher verstauen wir die jetzt auch da kurzerhand. Ansonsten Desinfektionsmittel nehmen wir mal mit und den Rest nehmen wir auch mal mit. So, wo haben wir denn unsere Beute beim letzten Mal fallen gelassen? Das war auf alle Fälle so in die Richtung. Und genau da schauen wir uns jetzt auch gleich mal um. Zombies sind hier allerdings gerade keine. Das ist aber auch gut so. Was zu trinken bräuchte man noch. Beziehungsweise halt. Wir haben doch da noch die Wasserflaschen beim letzten Mal verstaut. Bevor ich da jetzt wieder ohne losziehe, nehmen wir da uns noch gleich eine mit. Wasserflasche beziehungsweise Eiscreme. Die können wir uns auch gleich noch reinballern. Okay, wir haben anscheinend Besuch. Nehmen wir noch eine Wasserflasche mit. So, wer klopft hier an? Ah, du bist's. Du hast irgendwas für uns. Was hast du für uns? Eine Handgabel. Gut, die brauchen wir nicht. Die braucht man nun wirklich nicht. So, immer schön die Augen offen halten. Unangenehm heiß, okay. Na gut, unter der Jacke kein Wunder, dass ihm da ein bisschen warm wird. So, euch machen wir auch gleich kalt. Gehst du weg von mir? Gut, eine tot. Und der ist gleich der nächste. Kann sich gleich anschließen. Noch mehr Zombies, aber mir soll es nur recht sein. Wir sind gut ausgeruht, die machen wir hier alle kalt, weil sonst haben wir hier keine ruhige Minute. Werden aber richtig viele sogar und... Nein! Das ist ein bisschen ungünstig und auch ziemlich blöd gelaufen, um ehrlich zu sein. Die haben mich gescheit erwischt. Naja, zumindest sollte sich das mit dem, ja, heißen Zustand jetzt erledigt haben. Nachdem meine Jacke kaputt gegangen ist. Na, es sind doch ein paar. Es sind doch ein paar mehr. Vielleicht können wir sie aber wieder übers Haus ein bisschen ablenken. Na komm, geh auf. Ich glaube, sie klopfen schon an der Tür an. Ah ja. Wunderbar, hat funktioniert. Da kann ich flüchten. Das ist schon mal gut. Machen wir vielleicht da auch noch gleich das Fenster auf. Zur Sicherheit. Ui, da gibt es ja richtig viele Dosennahrung. Ah ja, und die Tür ist schon offen. So, dann nix wie weg. Mann, oh Mann. Jetzt fallen sie alle raus. Der Reihe nach.
Eigentlich wollte ich sie ein bisschen überraschen, aber gut, das kann ich mir dann wohl abschminken. So, irgendwo hier haben wir doch unsere Reisetasche fallen gelassen. Das schaut doch gut aus. Das schaut sehr gut aus. So, die nehmen wir gleich mal mit. Ja, mit der ganzen Beute. Alles meins. Und rauf auf den Rücken damit. Perfekt. So, die Beute ist wieder gesichert. Müssen wir den Krempel nur noch nach Hause schaffen. Da ist ja doch ein bisschen was drin gewesen. Ein bisschen sehr viel Zeug. Feuerzeug, Fleischerbeil und. Die ganzen Karten, die könnten wir uns vielleicht auch mal anschauen. Aber gut, eins nach dem anderen. So, wir haben noch immer Gesellschaft. Legen wir die mal wieder kurzerhand ab. Beziehungsweise ganz ablegen wollte ich sie eigentlich. Naja, jetzt ist es auch schon wurscht. Jetzt sind wir gleich daheim. So, zwischenparken. Wunderbar. Den hat sie ja gleich mal den Boden unter den Füßen weggezogen, dem Zombie. Ah, sehr gut. Einer tot. Bleibst du liegen? Noch einer tot. Und wieder einer weniger. Wie viele Zombies haben wir jetzt eigentlich schon ins Jenseits befördert? 89. In 3 Tagen haben wir schon 89 Zombies gekillt. Auch nicht verkehrt. So. Die nehmen wir gleich wieder mit. Und dann verstauen wir kurzerhand das ganze Zeug einfach hier im Bücherregal. Zumindest das, was Platz hat. Da will ich auch gar nicht großartig aussortieren. Die Reisetasche, da haben wir sie. Auf den Rücken damit. Und dann einfach mal alles darüber schaffen. So, das ganze Zeug kann auch rüber. Hauptsache, dass wir da wieder Platz haben. Wunderbar. Geht zum Glück eh relativ schnell. Und das Autohandbuch könnten wir vielleicht auch gleich noch lesen. Das machen wir auch gleich mal. Vielleicht bringt uns das in irgendeiner Situation mal was. Nachdem ich ja immer noch ein Auto suche. Und leider keins gefunden habe. Wäre das echt mal wichtig. Was bringt uns das noch gleich? Für kommerzielle Pickups und Arbeitswägen bringt uns das was. Aber ist eher so ein Wartungshandbuch. Nun gut, schaden tut es mit Sicherheit nicht, dass wir es gelesen haben. Okay, gut. So, wir haben schon wieder Hunger. Dann auch gleich noch den Rest futtern. Benzinkanister kommt hier rein. Und dann gehen wir gleich mal ein Stück weiter. Ich versuche heute mal mein Glück. Ja, aber wo versuche ich denn mein Glück? Versuchen wir mal unser Glück in die Richtung, oder? Da waren wir eigentlich noch gar nicht. Ich weiß zwar nicht, ob da noch großartig was kommt, außer Pampa, aber... Nun ja, lassen wir uns einfach überraschen. Mann, oh Mann, hä. Wenn man das so sieht, mein Charakter ist schon echt übel zugerichtet worden. In den paar Tagen. Die Narben werden für immer bleiben. Aber... Solange wir es überleben, ist das alles halb so wild.
Vergleichsweise ruhig ist es hier. Auch mal angenehm. Keine Zombies an einem dran kleben zu haben. Hier ist eine kleine Lichtung. Kommt da noch was? Tatsächlich, da kommt was. Da kommt ein Gebäude. Okay, wo sind wir? Wo sind wir hier? Und vor allem, was ist das für ein Gebäude? Ah, das soll eine Bar sein. Ja, da werden ja glatt wieder Erinnerungen an die erste Staffel von Project Zomboid wach. Allerdings war unsere Bar damals deutlich kleiner. Das ist eine Nummer größer. Das Gebäude, gut, da kommen wir nicht rein. Da vielleicht. Na? Ah ja. Wenn man es lang genug probiert, dann wird es auch was. Ja, also da kann man sich natürlich ausbreiten. So, was haben wir hier? Glühbirne, Klebeband, Reinigungsmittel und schmutzige Stofffetzen. Eine Mausefalle auch noch. Nehmen wir mal alles mit. Also nicht alles, sonst kann ich gleich wieder alles hier wegpacken. Ah, okay, ich verstehe. Hier sind wir bei den Sanitärräumen. Da haben wir noch eine Schutzbrille. Können wir die? Ja, die können wir sogar ausrüsten. Ah, sehr gut. Sind wir wieder ein bisschen besser geschützt. So, aber das nehmen wir auch noch mit, das Feuerzeug. Was gibt es denn hier eigentlich noch? Ui, ich sehe prall gefüllte Regale und hier gibt's Bier. Dartpfeile. Was haben wir da noch? Bierdosen, Bierflaschen. Okay, ich glaube, wir haben unseren Ort gefunden. Will ich hier wirklich wieder weggehen? Bourbon. Ja, also verdursten müssen wir hier auf alle Fälle nicht. Na gut, dann nehmen wir uns ein paar Fläschchen nehmen wir uns mit. So als Feierabendbier. Da ist sogar noch ein Baseballschläger gewesen. Tatsächlich, da ist einer. Okay, was war da noch? Gewürzgurkenbrause. Streichhölzer können wir auch mal brauchen. Gut, und den Rest können wir eigentlich hier lassen. Die Gewürzgurken könnten wir uns noch kurz reinballern. Dass er da gleich wieder was zu futtern hat. Ja, schön. Eine Bar, auch nicht verkehrt. So, gibt es hier vielleicht irgendwo auch einen fahrbaren Untersatz? Ui, das schaut doch. Das schaut doch mal richtig gut aus. So, wenn der jetzt offen ist, der Schlüssel steckt und wenn da Sprit drin wäre, das wäre ein Jackpot. Okay, offen ist er. Der Schlüssel steckt. Aber es ist kein Sprit da. Es ist kein Sprit da. Ich wusste es. An irgendwas scheitert es immer. Aber das Coole ist, wir haben zumindest schon mal den Schlüssel. Wir haben zumindest schon mal den Schlüssel. Das ist ja schon mal was. So, der Kofferraum. Ist offen. Ist allerdings nichts drinnen. Aber ich glaube, wenn ich mir den Wagen so ansehe, ja, da können wir auf alle Fälle schnell von A nach B. Jetzt brauchen wir unbedingt Sprit. Unbedingt Sprit brauchen wir. Aber nun gut, vielleicht finden wir noch irgendwo Sprit. Was ist denn das hier schon wieder? Schaut mir aus wie so ein Waschsalon und ist auch ein Waschsalon tatsächlich. Gut, ich glaube, da gibt es jetzt nichts, was wir brauchen würden. Da ist noch ein Auto, da sind allerdings auch drei Zombies. Da ist noch ein Gebäude, noch mehr Zombies. Ah, kein Gemüseladen. Der sogar offen ist.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Geld braucht man nicht. In der Apokalypse hat Geld keinen Wert mehr. Da kommt es auf andere Dinge an. Was gibt's denn hier noch alles? Aluminium. Okay. Interessant. Verschiedenste Sachen. Was ist hier hinten drin? In der Box. Ja, ein bisschen was zum Naschen anscheinend. Musst du da extra das Fenster einschlagen, Zombie? Braucht's das? So nicht, Freundchen. So nicht. Wow. Die sind auch prall gefüllt, die Regale. Okay, hier gibt's diverse Sachen zum Futtern. Das ist schon auch nicht verkehrt. Also unten hätten wir was zu trinken, da oben gleich mal was zu essen. Das Gebiet gefällt mir. Und vor allem sind hier eigentlich vergleichsweise wenige Zombies. Also zumindest so, was ich auf den ersten Blick sehe. Gut, liegt natürlich wahrscheinlich aber auch daran, dass wir ein bisschen außerhalb von der Stadt unterwegs sind. Noch einer tot, der hat auch wieder nix. So nicht, du bleibst liegen. Und der hat auch nix. Hoppla. Da ist nix drin. So, was ist denn das für ein Geschäft? Vielleicht ein Gemischtwarenladen, aber da kommen wir blöderweise nicht rein. Das Fenster einschlagen wollte ich jetzt auch nicht. Madame, wir haben da was in ihrer Brust stecken. Was haben die alles dabei? Digitaluhr mit Edelstahlband. Die sehe ich heute zum ersten Mal. Scheint mir eine hochwertigere Uhr zu sein, oder? Nun gut, die nehmen wir auf alle Fälle. Wenn schon, denn schon. Speer mit Jagdmesser. Nehmen wir jetzt auch mal mit. So, wie schaut's denn hier aus? Abgeschlossen. Kommt noch ein Zombie von oben. Ist auch abgeschlossen. Naja, da sind ein paar mehr Zombies da. Super, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Der hat mich gescheit erwischt. Wahnsinn. Einen Moment lang nicht aufgepasst und dann sowas. Ich glaube, wir brauchen mal was Neues zum Anziehen, weil ich renne hier nur noch mit meinen Bandagen am Körper rum. Mehr habe ich nicht mehr an. So, nur feste drauf. Wunderbar, einer tot. Noch einer. Und noch einer. Wieder nix. Wieder nix, das wir brauchen. Doch. Halt. Vorher sage ich's noch. Ich brauche was zum Anziehen. Dann schnappen wir uns da doch gleich mal was. Und zwar das T-Shirt. Können wir gleich mal anziehen. Damit wir wieder ein bisschen geschützt sind. Eigentlich wollte ich mir die Autos anschauen. Na, auch abgeschlossen. Der Kofferraum ist aber offen. Da ist eine Plane drin. Die haben wir doch auch für irgendwas gebraucht. War das nicht für einen Zeltbau? Ich glaube, die nehme ich mal vorsichtshalber mit, weil so wahnsinnig oft findet man keine Plane. Glaube ich. Au, okay. Ich glaube, wir haben uns gerade einen Schnupfen eingefangen. Ja, würde mich nicht wundern. Es ist eiskalt. Gut, die hat aber keine Jacke für uns. Na, das ist natürlich jetzt super, um die Zombies anzulocken. Da sind eh schon wieder zwei.
Da war allerdings noch ein Wagen. So, als nächstes brauchen wir eine Jacke. Unbedingt brauchen wir eine Jacke. Einer tot. Und dem spalten wir auch gleich den Schädel. Schmerzpillen brauchen wir nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Es werden wieder ein paar Zombies. Ein paar mehr Zombies, aber da drin könnte man doch fündig werden. Was die Klamotten angeht. Wenn der nicht abgeschlossen wäre. Das ist die große Voraussetzung. Na gut. Kümmern wir uns erstmal um die hier. Hm. So viele wollte ich eigentlich nicht bei mir dran kleben haben. Ich glaube, ich lege mal einen Zaun zu. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Jetzt hat wirklich der eine Zombie da gerade die Alarmanlage ausgelöst. Es wird ein bisschen ungemütlich hier, glaube ich. Ja, ihr Lieben, wie das ausgeht mit der piependen Alarmanlage und meinem Schnupfen und ja, den Zombies im Schlepptau. Das seht ihr in der nächsten Folge von Project Zomboid. Macht's gut bis dahin. Servus.